ist Jonas, und der Schaf, hier ist mein Glück. Die drei Fragezeichen. Gut. Telefon! Telefon! Ruhe! Telefon! Halt deinen verdammten Schnabel! Ja, halt deinen verdammten Schnabel! Sei doch mal still, Blackie! Oh, Mann! Halt den Schnabel, Blackie! Blackie, und halt doch mal den Schnabel! Mir reicht's jetzt. Au! Er hat mir in den Finger gehackt. Der Vogel hat heute echt einen Vogel. Ja, lass gut sein, Erster. So, ich glaube, ich bin jetzt fertig. Ja, ich auch. Nun, wie sieht's aus? Ja, leider genau das, was ich befürchtet hatte. Ja. Was? Sieh dir das an. Aha. Nach der Anschaffung des Faxgerätes und des Mobiltelefons herrscht in unserer Kasse ganz schöne Ebbe. Mhm. Wenn du mal einen Blick auf den Bildschirm werfen würdest, könntest du sehen, dass wir unsere laufenden Kosten drastisch senken müssen. Das ist nicht nötig. Mhm. Wieso denn nicht? Ich habe an eine andere Methode gedacht. Und wie sieht die aus? Lasst mich kurz nachdenken, mhm. Kollegen. Gib mir mal einen Zettel und ein Schreibgerät. Gut, hier. Bitte sehr. Aha. Was machst du denn da, Justus? Erpressung. Was machst du denn da? Kollegen? Was? Ich hab's. Was? Was denn? Das ist doch ganz einfach. Ja, was denn? Schutzgeld. Wir erpressen Schutzgeld. Na, aber ja doch. Ja, klar. Das ist eine gute Idee. Wovon redest du da? Oh, Mensch, Peter. Hast du es noch immer nicht begriffen? Ja, aber wie soll das funktionieren? Warte es doch ab, Kollege. Da bin ich aber mal gespannt. Ich sage nur eins. Jetzt kommt's. Laura McLaughlin. Und wer soll das sein? Die kenne ich gar nicht. Laura McLaughlin. Ihr gehört das kleine Lebensmittelgeschäft. Keine zwei Straßen entfernt. Und genau dahin fahren wir jetzt. Komm. Okay. Kollegen, jetzt werden wir erst einmal mit Mrs. McLaughlin sprechen. Ein persönliches Gespräch stelle ich mir sehr aufschlussreich vor. Ich bin gespannt. Wir sind gleich bei Ihrem Laden. Soll ich direkt vor dem Geschäft parken? Wir gehen auf Nummer sicher, Zweiter. Sie brauchen uns gar nicht erst ankommen sehen. Ja, hast du recht. Ah, wir sind da. Du kannst dort parken, Peter. Also, aussteigen bitte. Ja. Ein zartes Klingklong kündigte an, dass ein Kunde den Laden betreten hatte. Die alte Dame machte ein äußerst betroffenes Gesicht. Justus Jonas lächelte. Ja, guten Tag, Mrs. McLaughlin. Hallo. Justus Jonas und seine Freunde. Na, grüß dich, gnädige Frau. Mhm. Schön, haben Sie es hier. Ja, sehr schön. Oh, schaut mal. Schön, so, nicht? So, Mrs. Walsh, das macht also... und 40 Cent. Möchten Sie eine Tüte? Was soll ich damit? Ja. Beehren Sie mich bald wieder. Oh, auf gar keinen Fall. So. Und nun zu euch. Wir sind hier, um Ihnen ein interessantes Angebot zu unterbreiten. So. Ihre Nachbarin, Mrs. McGowan, hat uns gerade berichtet, dass es hier im Viertel eine Reihe von unerfreulichen Vorkommnissen gegeben hat. Sie fürchtet, dass es die Täter auch auf ihr Haus abgesehen haben könnten. Aha. Ja, das wäre schade. Ja, so ist es. So, so. Aber wir können Ihnen Schutz bieten. So? Gegen eine angemessene Bezahlung in Höhe von $1,000. Ha. Naja, besseren Schutz kann man sich kaum vorstellen. Was sagen Sie dazu? Nein, nein. Ach, nein? Rocky Beach ist nicht ungefährlich. Sie sollten es nicht darauf ankommen lassen. Ich lass mich nicht einschüchtern. Tja, die alte Dame hat ein ziemlich dickes Fell. Na schön. Peter. Ja? Wir brauchen dich für unseren Plan B. Alles klar, Chef. Ja. Sie haben ja eine große Auswahl hier. Ich hätte gern einen Hamburger.
Mit Senf? Oh, ja, gern. So. So. Hier hast du erstmal deine Frikadelle. So. Bitteschön. Danke. Da hat jemand einen Stein durchs Fenster geschmissen. Ist der wahnsinnig? Verdammt nochmal! So, das reicht. Ich mache jetzt zum Sportplatz zurück. Wiedersehen. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende, Mrs. McLaughlin. Jetzt zappelt sie. Mir glaubst du wirklich? Ja, sicher. Ja. Besten Dank für deine engagierte Mitarbeit, Zweiter. Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Ich schlage vor, dass wir jetzt alle nach Hause fahren. Mhm. Es ist ohnehin gleich Zeit zum Mittagessen. Jeder macht sich ein paar Gedanken über unsere nächsten Schritte und morgen Nachmittag treffen wir uns in der Zentrale. Einverstanden. Alles klar, Chef. Am Nachmittag lief der zweite Detektiv in der engen Zentrale, soweit es der Platz zuließ, unruhig auf und ab. Nach 5 Minuten erhob er sich und ging in der engen Zentrale auf und ab. Weitere 5 Minuten später griff er nach dem Telefonhörer und ging in der engen Zentrale auf und ab. Was machst du denn da? Ich bin ein bisschen auf und ab gelaufen. Na dann, viel Spaß. Wie gehen wir nun weiter vor? Ich würde sagen, wir gehen zweigleisig vor. Ja. Was meinst du damit? Was macht man am besten, um an Geld zu kommen? Ja, du wirst es uns mit Sicherheit gleich erzählen, nehme ich an. Einfach stehlen. Aber ja, doch, natürlich. Die einfachsten Tricks sind eben doch die besten. Irgendetwas Wertvolles. Am besten wir klauen nur Luxusschlitten. Mhm. Ja, das könnte es doch sein. Mhm. Das müsste funktionieren. Echt jetzt? Na klar. Von mir aus ja. Was meint ihr? Und wie willst du das anstellen? Das kriegen wir schon hin. Und was macht dich da so sicher? Schau mal dort drüben. Was ist das denn? Ja, 2 Brecheisen und ein Ding wie ein Schneidbrenner. Eine Tarnfleckhose und ein grüner Leinensack. Das sind ideale Einbruchswerkzeuge. Das denke ich auch. Okay, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Ja. Also, es dürfte nicht ganz einfach werden, aber mit etwas Glück werde ich nun endlich reich. Und was ist mit uns? Wen meinst du denn mit uns? Na gut, komm, vergessen wir es. Als die 3 Fragezeichen in Bobs Käfer am Abend die Orange Street erreichten, wurde eben die Straßenbeleuchtung eingeschaltet. Bob fuhr im Schritttempo die Straße entlang. In dieser Straße hat doch wohl fast jeder einen teuren Schlitten in der Garage stehen. Ich glaube, der Flitzer steht vor dem Haus. Ich habe durch die Hecke etwas Silbernes blitzen sehen. Ach, der einverpackte schwarze Jaguar auf dem Platz. Also wenn ihr mich fragt, dann würde ich den nehmen. Kein Zaun, keine Mauer, nagelneu und schwarz wie die Nacht. Ja, gute Idee, Zweiter. Ich park mal da vorne, okay. Gut. Also, Kollegen, unauffällig bleiben, lautet die Parole. Keinen Verdacht erregen. Ah, das weiß ich ja. Ich mache es ja nicht erst seit gestern. Steigen wir aus. So, Kollegen. Und jetzt zieht euch diese Strumpfmasken über. Hä? Strumpfmasken? Wieso denn das? Unsere Gesichter könnten uns im Dunkeln verraten. Und ich fand es besser, als uns mit Ruß zu beschmieren. Sind das alte Socken von dir? Bitte nicht. Na und? Los jetzt! Rüber mit den Dingern! Wie das stinkt. Du hast recht, es stinkt wirklich. Los, an die Arbeit. Gut, schließen, kein Problem. Also, einfach den hier. Die Dietriche Zweiter. Ja. Was dauert das denn so lange? Ja. Ja, also jetzt immer mit der Ruhe.
Ich habe keine Lust, hier beim Aufbrechen eines Autos erwischt zu werden. Ja, pass einfach auf, dass niemand kommt. Es dauerte nicht lange, da saßen die drei Detektive auf den weichen Ledersitzen eines schwarz-metallikfarbenen Jaguar. Justus strich ehrfürchtig über das mit Leder bezogene Lenkrad und seine Augen begannen zu strahlen. Los geht's. Der Jaguar fährt sich fast von alleine. Nachher lässt du mich aber auch mal fahren, oder? Sag mal, ist das hier eine Probefahrt oder sind wir auf der Flucht? Was denn? Rück dich nicht auf, Zweiter. Ich hab schon einen Plan. Ja, klar hast du einen Plan. Und der wäre? Statt die gestohlenen Fahrzeuge zu verkaufen, zerlegen wir die Autos und verkaufen nur die Teile, die keine Seriennummern tragen. Du bist genial. Nur so werden wir nicht entdeckt. Und ja, und die anderen Teile, wie zum Beispiel die Motoren, werden ins Ausland verschoben. Ganz genau, Zweiter. Gut, dann ist ja alles klar. So machen wir es. Genau. Wir müssen übrigens gleich noch jemandem einen Besuch abstatten. Wem denn? Ich sage nur eins. Laura McLaughlin. Ah ja. Ja, das habe ich fast vergessen. Die drei Detektive saßen in Peters MG und beobachteten das Haus der alten Dame. Und einer von euch ein Kaugummi? Ja, eins ist noch da. Kann ich den haben? Nee. Ach, Peter. Was ist denn das? Hä? Laura McLaughlin kommt aus ihrem Geschäft. Sie schließt ab und geht zu ihrem Wagen. Was denn jetzt um diese Zeit? Stimmt das nicht, Kollegen? Los, Peter, hinterher. Oh ja, wie der Chef befiehlt. Fahr doch. Ja. Fahr doch schneller, Peter. Fahr doch schneller, sie entwischt uns noch. Ja, doch. Drück auf die Tube, Zweiter. Ja, doch. Schneller, Peter, sonst verlieren wir den Anschluss. Ja, doch. Geht's nicht schneller? Gib Gas, Zweiter. Ja, das mach ich doch. Gas geben. Los, gib Gas. Ja, ich hab ja verstanden erst, aber ich bin nicht taub. Drück auf die Tube. Justus. So, Peter, nun schneller. Schneller, Zweiter. Oh, du mach doch, drück auf die Tube. Fahr schneller. Ach, mich nicht wahnsinnig. Peter. Peter. Du mach schon. Ja, doch. Das war kirschgrün. Oh. Ja, Mann, Peter, was sollte das denn? Fahr langsamer, Peter. Hm? Fahr langsamer, Peter. Runter vom Gas, Peter. Ja. Du sollst langsamer fahren. Oh. Fängst du schon wieder an? Bitte fahr langsamer, Zweiter. Sofort. Peter! Mein Kopf. Seid ihr noch da? Ich lebe noch. Kopf knapp gestoßen. Ich hoffe, das wird ja eine Lehre sein, erst. Da ist sie. Tatsache. Sie geht auf eine der Hallen zu. Kommt! Aber leise! Die drei Detektive stiegen aus und pirschten sich unauffällig an die alte Dame heran. Peter zog eine Pistole und ging voraus. War das eine Fahrt. Unauffällig von hinten ranpirschen. Bist du wahnsinnig, Peter? Peter? Ich habe eine Pistole! Hände hoch! Nein! Platz bald! Nein! Haben Sie nicht auf Peter gehört? Sie sollen die Hände hochnehmen! Nehmen Sie die Pistole weg! Jetzt heißt mir, gib das Ding hier. Oh nein. Oh nein. Das sieht übel aus. Sehr übel. Was machen wir denn jetzt? Mach eine Mund-zu-Mund-Beatmung, Just. Und dann Herzmassage. Das hat keinen Zweck. Lass gut sein, Peter. Verdammter Mist. Leblos wie ein toter Fisch. Mann, wie konnte das passieren, Zweiter? Das war keine Absicht. Ja, ich glaub dir ja. Und wieder stecken wir drin im Schlamassel. Was machen wir jetzt? Lass mich mal. Sie ist tot. Na, fabelhaft. Ach, ganz toll. Jetzt haben wir da eine tote Klientin auf unserem Erfolgskonto zu verbuchen. Ach, verflixt. Was hat das hier bitte noch mit Detektivarbeit zu tun?
Die Alte ist hin und es gibt nichts mehr, was ich daran ändern kann. Kannst du laut sagen, Lester? Ja. Mann. Also ich schlage vor, dass wir wieder nach Hause fahren. Einfach so? Ich meine, tot ist tot. Und Tote kann man schließlich nicht wieder lebendig machen. Hm. Ja, du hast recht, Zweiter. Moment mal, was liegt denn hier auf dem Boden? Da ist etwas aus der Handtasche gefallen. Und was? Oh, eine Ledermappe. Und wenn man den Reißverschluss öffnet? Und? Ja, was ist drin? Oh, mein Herr. Oh, voilà. Geld. Wahnsinn. Ist das viel? Das sind bestimmt... Nach einer groben Schätzung würde ich vermuten, etwa 50.000 Dollar. Wow! Du hältst jetzt gerade 50.000 Dollar in deinen Händen, Justus. Mensch, Justus. Das war ja ein super Geschäft. Allerdings, Kollegen. Guckt euch das an. Die ganzen Scheine. Also, das verlangt geradezu nach einer würdigen Party. Ja, mindestens. Ich schlage vor, wir drei treffen uns heute Abend um 8 und fahren dann gemeinsam in die Stadt, um unser Geschäft des Monats zu feiern. Ja, klasse. Ja. Am nächsten Nachmittag trafen sich Justus und Bob erneut zu einer Besprechung in ihrer Zentrale. Es schien äußerst wichtig zu sein. Tada! Na? Mann, da seid ihr ja endlich. Was wolltest du uns mitteilen, Erster? Du hast es vorhin am Telefon ja wirklich spannend gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr es noch nicht im Radio gehört habt. Nee. Denn sonst würdet ihr gewiss nicht so fragend reinschauen. In den Nachrichten gehört? Was ist denn passiert? Hört euch das an. Es ist 14 Uhr, KWFC, die Nachrichten. Die Polizei von Rocky Beach ist weiterhin auf der Suche nach drei Jugendlichen. Die mutmaßlichen Autodiebe hatten in der vergangenen Nacht einen schwarzen Jaguar sowie mehrere weitere Luxuslimousinen entwendet. Das sieht übel aus, sehr übel. Sie suchen Hinweise uns. Bitte an das Police Department in Rocky Beach. Hier ist KWFC und jetzt kommt der neue Sommerhit von den drei Detektive. Go away, viel Spaß. Was kommt denn jetzt? Da waren doch so ein paar Tauben, die mit Perlen flogen und Rentner, die lohnen, das ist Wald. Was ist das denn für eine... Das ist ja furchtbar. Nicht schlecht, Bob. Hör schon auf, Erster. Der Automarder mit der Stange in der Hand. Jetzt reicht's aber langsam. Hört sich denn das an? Wir nehmen kein Honorar. Wir stüffeln das auch mal. Schluss jetzt! Höhle der Sündigen? Hallo? Wer ist da? Wer spricht denn da? Hallo? Wer ist das denn? Blödmann, der nur laut ins Telefon atmet. Würden Sie mir bitte sagen, wer Sie sind? Mein Name ist Unwichtig. Guten Abend, Mr. Unwichtig. Hallo? Ach, aufgelegt. Was sollte das denn? Was war das? Ich glaube, da ist jemand hinter der Tür. Moment, das haben wir gleich. Eins, zwei, drei! Inspektor Kotter! Hände hoch und keine falsche Bewegung! Ich bin unschuldig. Tatsächlich? Mhm. Das bedauere ich außerordentlich, Mr. Shaw. Hä? Wie dürfen wir das denn verstehen? Ludwin, Musik. Verstanden, Inspektor. Was kommt denn jetzt? Jetzt verstehe ich gar nichts. Justus, wieso zieht er seine Klamotten aus? Du hast Geburtstag. Da muss man mit Überraschungen rechnen. Ja, das ist ja super. Inspektor Kotter. Justus Finger weg. Vorsicht, der Justus Gas an. Oh, mein Gott. Nein. Das müsst ihr euch unbedingt mal näher ansehen. Wow! Oh yeah, da kam eine ganz jetzt, neue... Jetzt, da kommt aber einiges zum Wunder. Das Kelly erzähle, dann glaubt ihr wieder, ich übertreibe. Ich finde, darauf sollten wir anstoßen. Ja, okay. Hoch die Tassen! Also. Und jetzt, hoch die Tassen! Prost! Ja. Ehrlich gesagt bin ich verdammt froh, dass unser Fall ein so gutes Ende genommen hat. Ja.
Die drei Detektive waren froh, dass die Geschichte doch noch ein vergleichsweise gutes Ende gefunden hatte und stürzten sich mit Feuereifer in ihren nächsten Fall. Und der ließ nicht lange auf sich warten. Hi, Just. Hi, Bob. Hi. Ich muss euch was erzählen. Wovon ist die Rede? Ich habe gestern auf dem Heimweg deine Frau überfahren. Oh nein! Na, das klang doch ganz so, als wenn unsere drei Freunde mal wieder einen Heidenspaß gehabt haben. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und zwar beim Hören dieses neuen lustigen Zusammenschnittes. Und falls ihr neu sein solltet auf diesem Kanal, schaut doch gerne auch mal auf meinen anderen Videos hier zum Thema rund um die drei Fragezeichen vorbei. Ich würde mich freuen, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.